Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Star Wars The Old Republic. Mein Name ist Halt und ich werde euch jetzt erstmal in das Spiel einführen. Hier gibt es halt zwei Zugehörigkeiten, einmal die Galaktische Republik und das Sith Imperium. Ich werde euch jetzt mal die Texte zu den einzelnen Zugehörigkeiten vorlesen. Die Galaktische Republik. Die Galaktische Republik wurde vor 20.000 Jahren gegründet und ist eine riesige Demokratie, die vom obersten Kanzler regiert wird. Die Republik ist eine wilde Mischung aus zahlreichen Welten, Firmen und Spezies, die oft miteinander in Konflikt geraten. Das Sith Imperium jetzt. Das Imperium ist eine starre militärische Gesellschaft, in der alle Fremdliche unterjocht werden und die Sith Lords an der Spitze stehen. Das Imperium wird vom geheimnisvollen, allmächtigen Sith-Imperator regiert. In der imperialen Gesellschaft zählt nur Macht und die stärksten erlangen Ruhm. Ich habe meine Facebook-Umfrage gemacht und ja, die meisten haben sich erstmal für das Sith-Imperium entschieden. Ja, da stimmt was also nicht. Ah, jetzt geht's. Hier unten stehen die halt die Klassen. Es gibt halt hier vier Klassen und ich werde euch jetzt erstmal die Texte zu den Klassen vorlesen. Sith-Krieger oder Kriegerin. Niemand ist furchteinflößender als ein Sith-Krieger. Er ist für den Kampf geboren und kaum ein Gegner kann den zornerfüllten Schlägen vom Lichtschwert eines Kriegers standhalten oder dessen Rüstung durchdringen. Und wenn beidhändiger Schwertkampf nicht ausreicht, gibt es immer noch das Machtwürgen, um einen Gegner in die Knie zu zwingen. Der Sith-Inquisitor. Steht ein Sith-Krieger für Zorn, dann steht der Inquisitor für List. Als Meister des Machtblitz und erkannter Geheimnisse kann der Inquisitor einen Feind in der Luft halten und einen anderen betäuben, während er mit Lichtschwertschlägen angreift, die größtmöglichen Schaden erzeugen. Der Kopfgeldjäger. Als absoluter Profi trainiert der Kopfgeldjäger Geist und Körper für jeden möglichen Auftrag. Blaster, Flammenwerfer, Raketen, Energieschilde, Jetpack und die beste Rüstung, die es für Geld gibt. Auf Vorbereitung und Vielseitigkeit kommt es an. Der imperiale Agent. Hinter jedem imperialen Überraschungsangriff, jeder Sabotage und jedem großen Verrat steckt ein imperialer Agent. Für Tarnung und Attentate gerüstet übernehmen Agenten die Aufgabe, die sonst niemand erledigen kann. Sie beherrschen einfach alles. Vom Einsatz von Schlafpfeilen über Scharfschützengewehre, Tarngürtel und Messer bis hin zu fortschrittlichen Suchdroiden. Die meisten Leute haben sich halt für den Sith-Krieger entschieden. Kurz danach kam auf jeden Fall der Schmuggler von der Republik. Dann wollen wir mal auswählen die Spezies. Ja, es gibt halt verschiedene Spezies. Ich spiele gerade jetzt in der kostenlosen Testversion. Und es gibt halt da nur drei Spezien. Dann erzähle ich euch mal was von denen. Mensch. Menschen sind bei weitem die bevölkerungsreichste Spezies der Galaxis. Sie sind äußerst vielseitig und bilden die Norm, an der andere Spezies gemessen werden. Sozialfähigkeit sammeln. Versammelt Verbündete in der Nähe. Cyborg. Durch kybernetische Implantate modifizierte Menschen. Manche gleichen Verletzungen aus, andere wollen ihre Kampffähigkeiten verbessern. Sozialfähigkeit. Zielscanner. Scannt das Ziel mit einem kritischen kybernetischen Auge. Zu guter Letzt der Zabrak. Zabrak sind sehr unabhängig an ihren Hörnern und Gesichtstätowierungen erkennbar. Teilen sie sich nahezu perfekt in zwei optisch unterschiedliche Gesellschaften im republikanischen und imperialen Raum auf.
Sozialfähigkeit, Loyalität inspirieren. Inspiriert Loyalität aller Verbündeten in der Nähe. Also ja, wir nehmen den Mensch auf jeden Fall. Und dann nehmen wir einen Menschen. Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Ja, der ist nicht so hübsch. Bärte wollen wir auf jeden Fall keinen haben. Da, ja. Narben könnten wir gebrauchen. Ja, die gefällt mir. Tätowierungen aus. Ja, ich will ja keine Tätowierungen haben. Der Kopf sieht so schon mal okay aus. Die Haare, die verändere ich noch mal ein bisschen. Ja, dann müssen wir noch seine Haarfarbe ändern. Schwarz, nein, braun, komm schon. Hautfarbe gefällt mir auch so. Die Augenfarbe hier sieht so ein bisschen... grün, ja. Oder, nicht was? Ein bisschen... Nein, das gefällt mir nicht. Ja, das gefällt mir. Gut, dann suchen wir mal einen schönen Namen für den. Ja, Tails. Natürlich. Oh, falsch. Dann wollen wir mal gucken, wie der von so aussieht. Ja, sieht doch gut aus. Unser eigener Sith-Krieger. Dann spielen. Name nicht verfügbar. Da hat sich wohl jemand unseren Namen geklaut. Wie wäre es denn dann mit Jarl LP Tiles? Ja, das ist doch okay. Gut, das, jetzt müssen wir erstmal ein bisschen laden. Laden. Ja, das ist auf jeden Fall das Starterbild jetzt gerade für das Imperium. Die Republik hat so einen republikanischen Kreuzer von innen. Ich muss gerade mal auf die Uhr gucken. Okay, jetzt kommt ein Video. Da müssen wir mal gucken. Ja. Also, sieht jetzt gut aus wie in dem Film. Ich lese mal vor. Prolog. Der Sith-Krieger. Das Sith-Imperium hat die Galaxis immer fester im Griff. Die Galaktische Republik und ihre Jedi-Verteidiger sind nach der erfolgreichen Militärkampagne des Imperiums geschwächt und verwundbar. Nach der Aushandlung eines zerbrechlichen Friedens schickt das Imperium alle potenziellen Sith zu grausamen und tödlichen Prüfungen in die Akademie auf dem unwirtlichen Planet Korriban. Heute wurde eines der größten Talente unter den angehenden Kriegern heimlich von einem einflussreichen Aufseher herbeigerufen, um sich den Prüfungen der dunklen Seite viel früher zu stellen als erwartet. Also ja, das sieht schon aus wie in den Filmen. Also ja. Mal gucken, was uns da so auf Korriban erwartet. Okay, sieht schon mal gut aus. Ich glaube, in der Fähre, die da gerade losgeflogen ist, da bin ich drin. Wir liegen jetzt gerade bei knapp 9,5 Minuten. Da komme ich schon mit 2 Soldaten.
Oh, sieht ja schön groß aus. Ja, also hier fühle ich mich heim. Danke fürs Mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Jetzt komme ich. So, hier oben ist ja so ein komisches... Da bist du ja endlich. Sehr gut. Es gibt viel zu tun und die Zeit läuft uns davon. Ich bin Aufseher Tremel. Seit Jahrzehnten beaufsichtige ich nun schon die Prüfungen, um festzustellen, wer des Sith-Ordens würdig ist und wer nicht. Aha. Die Prüfungen sortieren die Schwachen aus. Wer sich den Prüfungen stellt, kann entweder überleben und zum Sith werden oder sterben. Ich werde alles geben. Ich überlebe immer. Es wurde mir in die Wiege gelegt. Ja, selbstsüchtig. Ich entscheide mich für die erste Option. Werde bloß nicht leichtsinnig. Du bist nur meinetwegen frühzeitig hier. Ich verlange, dass du mir Gehorsam leistest. Du wirst dich den Prüfungen stellen und mir dienen. Dafür mache ich dich zum mächtigsten Akolyten hier. Das gefällt mir. Irgendwie glaube ich das nicht. Das solltet ihr auch. Ja. Ihr haltet euch lieber an euer Wort, Tremel. Gib deine Zweifel vorn an der Tür ab, dafür ist kein Platz. Wir haben hier keine Zeit zu verlieren. Die Prüfungen an sich sind schon schwer genug, aber sie sind bei weitem nicht die größte Gefahr für dich. Hier gibt es einen Akolyten namens Vemrin. Er ist dein Feind und er wird versuchen, dich zu töten. Wir müssen dich darauf vorbereiten. Ja. Ich bin gerade erst eingetroffen. Ich werde mit ihm reden. Dann wird er sterben. Soll er es ruhig versuchen? Ich werde ihn vernichten. Unter meiner Führung wirst du eines Tages all deine Feinde vernichten können. Das Übungsschwert, mit dem du hier angereist bist, ist unzureichend. Die Klinge eines unbedeutenden Akolyten. Du brauchst eine dominante Waffe. In Adjunta Pauls Grab gibt es eine alte Waffenkammer. Dort wirst du eine starke Sith-Kriegsklinge finden. In dem Grab wimmelt es von Chlorschnecken. Tödliche, bösartige Kreaturen. Du musst schnell und vorsichtig sein. Sie waren das Ende vieler Akolyten. Ich werde sie alle vernichten. So wie ich es sein werde. Wo finde ich das Grab? Ja. Wenn sie dumm genug sind, meinen Weg zu kreuzen, werfe ich ihnen ihre Köpfe zum Fraß vor. Wenn du die Kriegsklinge gefunden hast, solltest du sie noch im Grab mit Blut tränken. Such mich anschließend in meinen Gemächern in der Akademie auf. Okay, wir sind jetzt... Okay, noch neue Tutorial-Einträge. Das gucke ich mal. Bewegen. Okay. Missionen. Ja. Okay. Ja. Ich muss erstmal kurz was gucken. Das hier sind meine anderen Charaktere auf anderen Servern. Ich werde mal kurz alles umrüsten. Nee, das brauche ich nicht. Das hier brauche ich aber noch nicht. Gut. Dann sage ich jetzt mal Tschüssikowski und möge die Macht mit euch sein.